Du bist böse, du bist böse, du bist böse, du bist böse. Wow, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde Grounded mit dem Raki. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. In der heutigen Folge wollen wir einiges machen. Zunächst mal gehen wir zum Onkel Burgel Hippie-Zimmer und da ist eine Spinne im Holz. Hallo Spinne, die hängt da fest. Warum? Oh, hier ist noch, oh, Obertee, oh, heute ist Spinnen-Day, Weltspinnentag. Nein. Und in der heutigen Folge wollen wir erstmal zum Burgel gehen. Da haben wir eine Menge zu tun. Nämlich erstens wollen wir uns da mal neue Aufgaben holen. Und zweitens wollen wir auch ein paar Punkte eintauschen. Das würde ich gerne mit euch zusammen machen. Wenn ihr Lust habt, kommt ihr einfach mit. So, auf das Eichenblättchen. Sehr schön. Und Thekla ist auch wieder da. Wie schön. Immer da. Ne? Immer für mich da. Die Thekla ist immer für mich da. Ist das nicht schön? Ja, so. Okay, hallo Burgel. Hier komme ich. Hier komme ich, um dich zu nerven. Ich habe schon wieder was vor. Hallo Burgel. Lalali, lalalo. Ja, das macht eine Menge Spaß. Irgendwie macht das eine Menge Spaß. So, okay. Was sollte ich jetzt tun? Ja, das weiß ich auch nicht. Aber das hatten wir ja schon mal geklärt. Hast du irgendwelche Aufgaben? Da fragen wir doch mal zunächst nach. Jetzt bin ich sehr gespannt. Wir drücken mal auf Fortfahren. Naja. Okay, wir haben viele Handwerkeraufgaben, nämlich zwei. Handwerker Ameisenhelm, finde ich easy. Handwerker Spinnenfangdolch, auch easy, weil wir haben die Sachen da. Jungspinnen töten, finde ich auch nett. Machen wir alles. Ich würde sagen, machen wir einfach alles. Super. So, jetzt kommt die Aufgabe. Jetzt kommt die Frage aller Fragen. Ich tausche etwas gegen pure Wissenschaft. Ja, was haben wir denn? Also wir haben 3000 Punkte, das ist schon mal gut. Und damit können wir uns irgendwo alles kaufen, was hier auf der Liste steht. Da gibt es nichts Teureres mehr. Eine Eichelschaufenverbesserung, Augenklappenverbesserung. Ich würde erstmal die Verbesserung vorschlagen. Faserverband. Ja gut, der war ja nicht so effektiv. Den haben wir ja bei dem Spinnen. Bosskampf haben wir den ausprobiert. Flipflossenverbesserung, Fressbombenrezept. Fressbombe finde ich schon ganz witzig. Das ist auch ganz schön, aber da müssen wir natürlich die Bombe bauen. Und dafür brauchen wir, glaube ich, Ameiseneier, die irgendwie schwierig zu bekommen sind. Meine ich jedenfalls. Es sei denn, ihr sagt mir was anderes. Ich glaube, Ameiseneier sind nicht so einfach zu kriegen. Augenklappenverbesserung. Finde ich ganz nett. Faserverband. Eichelschaufen. Ich glaube, ich mache mal die Eichelschaufen. Schaufeln. Eichelschaufel. Ist auch so ein Wort, ne? Kann man, sag mal zehnmal hintereinander Eichelschaufel, Eichelschaufel. Okay. Die kaufen wir uns jetzt mal. So, jetzt haben wir eine bessere Eichelschaufel. Gott, das Wort ist echt schlimm. Und Aufgaben haben wir auch bekommen. Ja, Birgit, ich wünsche dir noch einen schönen Tag, ne? Mach's gut. Tschüss. Was muss man denn drücken? Tschüss, ne? Macht gut. Tschö, Birgit. Tschö. Okay. So, und jetzt geht's mal wieder. Ran ans Arbeiten. Keine Müdigkeit vorschützen hier. Wir sind nicht müde, wir sind nur nicht motiviert genug. So. Okay. Oh. Tja. Das sind neue Zeiten angebrochen, ne? Dann freut man sich irgendwie auch schon auf den nächsten Boss. Damit man wieder eine neue Herausforderung hat. Weil alles das, was wir jetzt hier so haben, ist ja nicht so ist ja zu schaffen, sag ich mal, ne? Genau. So, jetzt gucken wir mal. Eichelschaufelverbesserung. Haben wir jetzt eine neue? Können wir jetzt eine neue machen? Wahrscheinlich. Ja, das würde ich mir anschauen. Hier irgendwo. War das nicht hier irgendwo? Hammer. Ah ja, hier Eichelschaufel Plus, ne? Die machen wir uns jetzt mal. So eine Eichelschaufel Plus. Oh, fein. Da freue ich mich. Jetzt habe ich ein neues Rezept bekommen. Und dann gehen wir gleich mal in die Werkstatt und gucken mal, was wir damit anstellen können. Also, wo haben wir es denn hier? Eichelschaufel Plus. Schadenbetäubung, ja gut. Alles klar. Schadenbetäubung betäubt wohl auch.
Grabespaß für Groß und Klein, naja, vor allem Klein. Eine verbesserte Eichelschaufel. Dafür brauchen wir zwei Sprösslinge, Seile und Schale. Das habe ich, Schale und Sprösslinge habe ich nicht. Das ist ein bisschen doof. Nüsse brauchen wir auch wieder, ne? Hier brauchen wir auch Schalen für. Oh, und dafür auch, ne? Ja, dann weiß ich schon, Entschuldigung. Da weiß ich jetzt auch schon, was ich als nächstes machen will. Aber bevor wir das machen, gucken wir mal nach einem Ameisenhelm, Spinnenfangdolch. Da will ich auch mal gucken. Spinnenfang haben wir natürlich auch da. Spinnenfangdolch. Habe ich den nie gemacht oder was? Larvenklinge, Spinnenfangdolch. Doch, da ist er. Oh, ein schönes Ding. Gift, Betäubung, nahes Lager, ne? Schaden nicht so hoch. Das ist ein bisschen schade, ne? Dass der so wenig Schaden macht, wo der viermal Spinnengift braucht. Ich mache ihn jetzt trotzdem. Ah, bringt viele Punkte, ne? Man muss ja dafür Megatekler bzw. die gute Wolfi killen, ne? Du hast entdeckt? Was? Oh, ja. Ich habe den wohl zum ersten Mal gemacht. Das ist ja lustig. Jungspinne, Ameisenhelm, machen wir auch noch. Ameisenhelm, Ameisenhelm. Wo ist denn mein Ameisenhelm? Ameise. Ameise, 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 Ameise. Ameise? Glühwürmchen, Kopf, Keuschuppenhelm, Blasenhelm, Augenklappe, Milbenhut, Eichelhelm, Ameisenhelm, da. Kann man auch machen. Wunderbar. 500 Punkte. So, jetzt haben wir schon wieder 1800, ne? Jetzt müssen wir nur noch Jungspinnen killen. Und weil wir den jetzt einmal haben, würde ich den mal ausrüsten hier. Dann können wir den mal testen. Aber ich glaube, der ist nicht so toll, ne? Da kann man nur schnell mitkämpfen, so, ne? Ziemlich schnell. Kann ich ja mal ausprobieren, ne? Ja, nehmen wir den mal mit. Nehmen wir den einfach mal mit. Tür zumachen, ne? Wenn du gehst, ne? Mach die Tür zu. Oh, hier sind jetzt auch lustige kleine Käfer drin. Oh ja. Oh, oh, nicht nur einer. Oh, ach du Heilige. Oh, au, au. Zack, zack, gleich zwei tot. Au, au, au. Okay, der Spinnenfangdolch ist super, stelle ich gerade fest. Ist gar nicht mal so schlecht, ne? Den habe ich noch nie gemacht, das ist mir total peinlich, ne? Warum nicht? Ja, das werden wir nicht diskutieren, das werde ich... Oh, Inventar voll. Ich gehe mal eben runter und lagere das Zeug unten, Leute. Und dann, und dann, und dann, und dann gehen wir Nüsse sammeln, ne? Boah, hier habe ich auch nichts mehr, kein Platz mehr. Wie schrecklich, ich brauche unbedingt wieder Platz. Hier sind ganz viele Rüssler. Die haben hier Spaß. Was kann ich denn hier unterbringen, unterbringen, unterbringen? Achso, diesen Eisen. Warte mal, erstmal diese, hier die Sachen wegbringen. Die ich nicht brauche, ne? Und hier so eine... Hä? Huh? Was? Oh, was? Was, was? Was ist denn hier los? Ameise? Hallo? Was machst du denn hier für einen Kram? Hallo? Kannst du mal bitte näher kommen? Nochmal? Tot ist er. So, machen wir hier keinen Stress, ne? Hallo? Kommt rein. Kommt rein, Freunde. Kommt zum Raki. Kommt rein. Hier gibt's lecker Pilze. Und den Tod manchmal. Gott. Wie schrecklich. Oh, guck mal, da unten liegt auch so einer. Den muss ich aufhängen, ne? Ach, ich muss eigentlich mir noch so ein Gestell bauen, ne? Das ist so witzig hier, ne? Wirklich so eine Straße habe ich jetzt hier. So eine Rüsselstraße. Dann habe ich immer zu essen, ne? Habe ich ja natürlich gedacht. Ja, wir müssen auch Sachen auslagern. Das ist wichtig, Leute. Also, gucken wir mal. Oh, hier wird's voll. Hier wird's voll. Das Lager füllt sich. Also, Rüssel und Ameise. Und was haben wir denn noch für einen Krempel? Hier hängen wir auf. Weevil, Weevil. Alles klar. Ja, ich habe noch Seil. Seil würde ich jetzt erstmal zwischenlagern. Brauche ich jetzt gerade nicht. So. Hier schön ordentlich wieder, ne? Ist da ja ordentlich. Manchmal ist ordentlich sein schlau. So. Und dann machen wir hier gleich... Warte mal. Das steht auch nicht so ganz gut hier, ne? Könnten wir eigentlich ein bisschen weiter vorziehen. So, ein bisschen drehen vielleicht. So. Machen wir mal so, ne? Kann ich besser dran. So, die hauen wir alle durch. Und hier auch. Alle durchhauen. Super. Und hier auch. Das machen wir auch. So. Prima. Was haben wir denn noch zu tun? Was haben wir denn noch zu tun? Ich muss überlegen. Ja, Weevil aufhängen. Und zu essen einsammeln. Geht nicht. Achso, die muss man so packen, ne? Ja, so. Und dann Weevil aufhängen. Was braucht man nochmal für so ein
Dörrgestell. Was habe ich da nochmal gebraucht? Das muss ich nochmal eben nachschauen. Dörrgestell, Bombardier und grobes Seil. Eigentlich easy, ne? Könnten wir eigentlich hier noch irgendwo hinstellen? Hier wird's eng, Leute, hier wird's eng. Wir müssen noch wieder so ein paar... Oh, guck mal, die sind auch fertig. Oh, die sind ja auch fertig, das ist ja schön. Und die auch. Müssen wir auch zwischenlagern. Hier in den Steinen, ne? Habe ich die hingelagert? Ja. Und ein bisschen Pilz, Rye. So, dann können wir bald damit anfangen zu bauen, ne? Dann können wir bald anfangen zu bauen mit dem Kram. So, Nüsse brauche ich. Ich brauche Nüsse. Gehen wir mal Nüsse holen. Das ist jetzt unsere Aufgabe. Und die... Oh, hier liegt ja noch ein Rüssli, ne? Oh. Das ist echt schlimm. Ich brauche Rüssel. Ich brauche Dörrgestell eigentlich. Hier haben wir noch einen Platz. Dass ich nicht umkomme, ne? So, Nüsse brauchen wir. Also gehen wir Nüsse holen jetzt. Geh doch mal Nüsse holen, da-di-da-di. Zack. Achso, dann kann man das Schild auch in die Hand nehmen, glaube ich, ne? Ja, cool. Oh, hallo Marienkäfer, hi. Na? Magst du mit mir kämpfen? Oh, oh. Magst du kämpfen mit dem Raki? Oh, was gibt's denn hier zu trinken? Ups. Bist du immer noch böse? Ja, komm. Einmal dagegen. Ach, willst du gar nicht kämpfen? Hallo? 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 Los! Nein, er will nicht kämpfen. Ich bin, ich wollte auch nur mal ein bisschen Quatsch machen, ne? Der arme Marienkäfer, ne? Der muss immer herhalten, das geht ja nicht. Das ist ja nicht nett. So, was brauchen wir denn? Den brauchen wir jetzt gerade nicht. Dann hauen wir den mal hier rein. Habe ich Platz im Inventar? Jo, ein bisschen. Also, und wieder alles durcheinander. Schön, Raki, wie toll. Dann räum das doch mal ordentlich hin. Mach doch mal ordentlich. Mensch. Boah, so viel Zeug. Also muss auch echt mal aufhören, alles mitzunehmen, was du meinst, ne? Boah, viel zu viel Kram mit. So, Hämmerchen, ihr seid dabei. Ich guck mal auf meine Aufnahme gerade, auf mein Tool hier. So, nur noch ein Hämmerchen. Zack. So, wunderbar. So, das ist doch schön. Was brauchen wir denn noch? Was brauchen wir denn noch? Da hinten ist noch ein Teil. So, fein. Nüsse, Nüsse, wo sind noch mehr? Ich möchte Nüsse finden, da, da, da. Ist denn vielleicht auch die Thekla da? Oh, da. Da haben wir was. Komm, lauf mal schnell. Ja, die Nüsse respawnen relativ schnell wieder. Finde ich super. Echt. Ich muss mal anfangen, hier die ganzen Bröcklis aufzusammeln, obwohl das meine geheime Fressreserve, ne? Wenn ich nichts mehr habe, dann habe ich hier immer noch welche. So, du kleines Nüssli, Nüssli. Na, komm mal her. Du auch. Komm mal her zum Onkel Raki hier. Zack. Fein. So, hier ist noch eine. Boah, hier sind so viele. Wie viel habe ich denn jetzt? Zeig dir an. Ne? 21 und 4 Kappen. 21. Oh, super. Ah, ist ja super. Ja, komm, dann. Oh, da oben ist eine. Kleine Radnetzspinne, glaube ich. Oh ja, die hat wieder Stress da oben, ne? Ich weiß nicht wieso. Schon wieder. Die regt sich immer so auf, ne? Die regt sich wahrscheinlich über. Wo ist denn hier der? Verdammt, wo ist denn hier der? Wo piepst es denn da oben wieder? Ich bewaffne mich mal mit dem bösen Blocky-Block. Ich gehe jetzt mal gucken, ob da oben noch so ein Raw-Punkt ist, ne? Na, Thekla? Hi, na? Ja, richtig auf. Oh, sie regt sich so auf. Hi. Hi, und da ist noch eine drin. Oh, noch eine, noch eine. Oh, hi. Na? Was machst du denn hier? Darfst du hier sein? Du darfst hier gar nicht sein. Du darfst hier überhaupt nicht sein. Du bist böse, du bist böse, du bist böse, du bist böse. Komm,
Block? Hallo? Ich kämpfe mit dir. Hallo? Kannst du dich mal wehren? Hallo? 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 Okay, du willst es nicht anders. Das war jetzt witzig, ne? Ein bisschen. So, wo ist denn hier der Raw-Punkt? Tudel. Oh. Na, der ist halt schnell, der Dings. Wahrscheinlich oben drauf, ne? Ich vermute mal, der Raw-Punkt ist oben drauf. Ach, du regst dich auch auf. Jetzt müsst ihr nicht alle hier Stress machen, ne? Mit dir kämpfe ich gar nicht, ne? Das will ich gar nicht. Geh weg. So. Du kannst dich aufregen, wie du willst, ne? Ich will nicht mit dir kämpfen, ne? Tschö. Marit gut. Einen wunderschönen Tag. Oh, cool. Die schießt dann mal eben überall welche. Das ist noch ein bisschen so ein Problem, dass der die so... Warte mal, kann ich da oben drauf was sehen? Zack, und schon wieder welche gesammelt. Das ist schon cool. Warte mal, ich möchte gerne mal da hoch. Oh, kann ich hier oben was sehen, ob da irgendwo ein Raw-Punkt ist? Da oben drauf. Raki? Raki Maki, kannst du das sehen? Kannst du hier mal drauf hüpfen? Wow. Das geht bestimmt. Warte mal, wenn man Anlauf nimmt. Wow. Nochmal. Ach nee, schade. So schade ist das. Ist da oben ein Punkt? Wieso schlägt er mal an, wenn ich da halt vorbei laufe, laufe? Oder kann man da, warte mal, da kann man vielleicht auch was sehen auf dem Blatt. Ich muss auf das Blatt, auf dieses Blatt. Da muss ich wieder an Tekla vorbei, die hier so stresst, ne? Rumstresst, ja, Stress rum hier. Furchtbar. So, ganz hoch und dann oben gucken. Sehe ich da was? Nö. Wo ist denn da ein Punkt? Da ist bestimmt ein Punkt. Wenn ich jetzt hier hingehe, warte mal, wenn ich hier rüberspringe und wagesmutig, dann tutet der doch, oder? Ja, voll, der schlägt voll aus. Das muss da oben drauf sein, da gehe ich von aus. Tekla, du nervst. Oh. Ich habe keinen Pfeil mehr. Schade. Nee, ich gebe genügend Platz im Rucksack. Ja gut, das reicht jetzt, ne? Genug geteklat. Ja, ja, reg dich mal auf hier. Wirklich, also. Und das lässt er auch mal hier weg. Kann ich hier ran? Moment. Ding, ding, ding. Oh ja. Jetzt kann ich sie noch ärgern und eher die Netze noch kaputt machen. Ätschi, bätschi, tschö. Schönen Tag. Schönen Tag wünsche ich dir noch. Und erschreck nicht so unschuldige Rakis hier, ja? Mach's gut. Tschüss. So. Okay, Freunde, wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Jetzt gehen wir mal zurück zum Strandpalast, weil ich da noch was gucken wollte. Nämlich da oben müssen wir noch ein bisschen was basteln. Und wir haben noch nicht genug Gras, glaube ich. Aber das können wir uns... Ach, das war jetzt dumm, ne? Raki, das war jetzt ein bisschen dumm. Weißt du, manchmal bist du ja ein bisschen doof, ne? Entschuldigung. Nee, pass auf, wir machen das anders. Ich wollte ja Gras besorgen noch, ne? Dann machen wir das so. Dann rutschen wir jetzt eben zurück und lassen uns da irgendwo runterfallen. Total so wagemutig, ne? So wagemutig runterfallen. Hier. So, zack und zack. So. Au, trotzdem wehgetan. Und dann holen wir uns hier die Gräschen. Ich habe ja die Keule mit, aber ich sortiere die jetzt mal um. Hammer, machen wir mal weg. Hi, na, ich bin der Raki, weißt du ja, ne? Tag. Kein Platz mehr im Dings, okay. Hi. Geh mal weg. Das rennst du mir noch in meine Keule hier rein. Komm. Komm. Zack. So. So. Ah, ich habe auch übrigens einen mega Tipp bekommen von einem netten Zuschauer. Und zwar hat er gesagt, ich soll so ein... Hier, das ist voll die coole Idee. Das müssen wir mal irgendwie ausprobieren. So ein Lager bauen, ne? Und zwar ein, warte mal, Plattenlager, ne? Das soll ich dann hier so hinbauen, da, und da alles vollladen und dann mit Umräumen das hinten hinstellen und immer hin und her tragen. Das könnten wir mal ausprobieren, würde ich sagen. Das mache ich mal. Ich suche noch ein paar Steine und dann probieren wir das mal aus, ob das geht. Das probieren wir mal. Die bringe ich jetzt mal eben zurück. Dann könnte ich nämlich dann 30, passen ja da drauf, dann könnte ich 30 Stück mit zurücknehmen. Das ist mega viel. Aber kann man ja nicht trinken, wenn ich was in der Hand habe. Dann brauche ich jetzt nur Steine, ne? Guck mal, ob ich Steine habe. Das ist der mega Trick, ne? Kann ich mal so 30 Stück auf einmal hier übertragen. Das hat schon Vorteile. Na, ihr ganzen Rüsslis, geht's euch gut? So. Oh, die Pilze sind weg.
Esst er die etwa? Nein, aber ihr schubst die nur rum, ne? Hier machen wir mal schön zu. Na, damit ja keine fremden Brüsseler reinkommen, ne? Nur so. Okay, was wollte ich machen? Ich wollte die Ameise mal eben holen. Hallo Ameise. Das ist schon schöner mit zu tragen. So, einmal tauschen bitte und raus hier. So, das haben wir. Und dann wollte ich noch einmal trinken, weil das muss aufgefüllt werden. Habe ich genug zu essen mit? Mal gucken. Aber ich habe vor allen Dingen viel zu viel anderen Krempel mit. Und den können wir jetzt erstmal verbrauchen, bevor wir jetzt losziehen. Na, pass auf, das mache ich erstmal hier. Zack, den machen wir fertig. Und zack, den machen wir auch fertig. Ich habe schon wieder keine Kleeblätter mehr, ne? Kleeblätter gehen wir eben holen. Ja. Wie nervig. Die musst du doch haben. Ja, komm, mach mal auf. So, hol mal ein paar Kleeblätter. Und dann Steine, hatte ich ja gesagt, ne? Und dann notfalls holen wir uns die noch. Die Steine, komm, zack. So, alles bitte einsammeln einmal. Dankeschön, vielen Dank. So, sehr gut gemacht. Sehr gut gemacht. So, und jetzt, ach, da ist noch ein Plattenlager, ne? Genau, und jetzt brauche ich Steine. Gucken wir mal. So, erstmal das Ding hier fertig bauen. Zack. Dann brauchen wir Steine. Habe ich Steine? 3, na gut, dann nehmen wir die schon mal mit. Und ich muss noch wieder ausräumen, weil irgendwie, warte mal, Nüsse. Können wir hier lassen. Die zum Essen, ja, die könnte ich auch laufen lassen direkt. Dann haben wir da weniger Stress. Hier dann laufen lassen. Und hier laufen lassen. Und das meinetwegen auch noch laufen lassen. So, das haben wir. Was haben wir noch im Inventar? Was zu essen und was ist das? Läusehonigtau. Ja, trinken wir mal. So, ach so, und dann noch die, ja. Und dann, hupsi, und dann noch die Kleeblätterchen, ne? Brauchen wir jetzt auch nicht sofort. Jetzt wieder alles durcheinander, wie gehabt. Ach, schrecklich. So. Okay, Steine, habe ich gesagt, brauchen wir. Und dann machen wir da hinten so eine, versuchen wir das mal rüber zu tragen. Ich glaube, das geht, ne? Ich weiß nicht, ich meine, das Ding lässt sich auch rumtragen, wenn es voll beladen ist. Das nutzen wir jetzt einfach aus und gucken mal, ob es geht. Da oben ist irgendein Rohrpunkt, den ich nicht finde. Oder ist der in der Erde? Das ist die Frage, ne? So, ich glaube, man brauchte 4 Steine. Ich habe nur 3 oder 5 sogar. Scheiße, Entschuldigung. Aber hier sind Steine, pass auf. Dann hole ich mir mal eben einen Hammer wieder an den Start, ne? Mit Punkten mit 6. Da hinten sind Steine, die kann ich zerklopfen. Und da liegt auch ein Hallo Steinchen. Das begrüße ich schon, die Steine, ne? Ist schon gut. So, dann hauen wir die mal eben kaputt. So. Upsi. Ja. Hallo? Achso, kommt man dran, muss ich da bücken. Ne? So, wie viele Steine habe ich denn jetzt? Ach, 13, reicht ja völlig aus. So, jetzt bin ich sehr gespannt, ne? Das Experiment. Plattenlager, ne? Nennen wir das mal. Nehmen wir wieder unsere lustige. Jetzt haue ich ja mal ein bisschen was um, bevor wir dann großartig. So, erstmal umhauen alles. Komm. Komm. Schnell. Schneller. Weg. Der auch noch. Und dann was zu trinken. Super. Was zu essen habe ich auch dabei. So, okay. Jetzt nehmen wir das alles mit. So. Habe ich alles? Cool. Jetzt bauen wir das Ding fertig. Dann lagern wir das ein. Cool. Dann schnappen wir uns das wieder. Bin ich echt gespannt. Dann können wir nämlich echt ein bisschen schneller bauen. Dann können wir uns für die Stängel im Grunde auch so ein Ding bauen. Dann haben wir es ein bisschen schneller gemacht, ne? Denn manchmal dauert alles zu lang. So. Wir passen noch drauf. Ne, hier. Da. Und passt noch was? Ne, ist voll. Cool. Oh,
habe ich ja schon so viele drauf. So, jetzt bin ich gespannt. Wiederverwerten, umstellen, ne? So, dann nehme ich halt einfach mit. So, jetzt bin ich gespannt, ne? Wie weit man den ziehen kann. Wenn ich den jetzt bis hinten ziehen kann, das ist die Frage, ne? Weiß ich eben nicht. Aber wahrscheinlich geht's. Schnell laufen kann man nicht. Boah, aber es geht anscheinend. Boah, cool. Ja gut, man kann da nicht schnell laufen, ne? Okay. Oh, tatsächlich, man kann den rüberziehen, alter Schwede. So, und dann kann ich den hier ein bisschen drehen sogar noch. Ist ja cool. Guck mal, dann baue ich den hier hin. Zack, boah, 30 Stück. Ja, Freund, danke. Ich weiß nicht gar nicht mehr, wer das gesagt hatte. Vielen Dank für den Tipp, ne? Der ist super. Jetzt kann ich den so als mobile Transport-Dings nehmen, ne? Und die nehme ich auch mit. Dann schleppe ich die einfach rüber. Wie spät ist denn? Oh, Schlafenszeit. Ja, Freunde, dann gehen wir erstmal pennen. Wie spät ist denn? Habe ich ja schon gerade nachgeguckt. Schnell zum Lager. Noch ein bisschen ausräumen. Da hatte ich noch so ein paar Spinnenbrocken, die hier rumzocken. Hier sind auch schon alle voll. Dann machen wir die hier rein. Ein bisschen Seil habe ich auch. Das ist ja schön. Unten davon welche. Und die kann man hier hinräumen. Steine brauche ich auch nicht. Die kann man hier hinräumen und diese Schlafenszeit. So, jetzt gehen wir im Pennen. Jetzt gehen wir im Pennen und dann sage ich auch schon mal, vielen Dank fürs Zuschauen, fürs Dabeisein. In der nächsten Folge gehen wir wieder zum Bürgel, holen uns neue Aufgaben, gehen ein paar Jungspinnen platt machen und bauen an unserem Zwillingsturm weiter. Da freue ich mich total drauf. Ich würde mich freuen, wenn ihr wieder dabei seid. Ja, haltet die Ohren steif, bleibt vor allen Dingen gesund und wir sehen uns, wenn ihr möchtet, in der nächsten Folge. Bis dann, euer Raki. Tschüss und gute Nacht. Oh, njam, njam, njam. Gute Nacht.